Das Jahr 2018 ist Bruder-Konrad-Jahr. Vor genau 200 Jahren hat Johann Birndorfer, alias Bruder Konrad von Parzham, das Licht der Welt erblickt. Das Bild hinter mir zeigt ihn, so wie ihn die meisten von uns kennen. Der gutmütige Kapuzinermönch vom Venushof in Parzham, der an der Altöttinger Pforte gewirkt hat. Wer aber war dieser Heilige wirklich? Wie hat er gelebt? Und warum ist genau er unser Bistumspatron? Wir sind diesen Fragen nachgegangen und haben Interessantes entdeckt. Zuerst aber, der Name Konrad bedeutet für jeden, der ihn heute trägt, etwas anderes. Für mich hat er große Bedeutung. Erstens, weil er mir sehr gut gefällt. Scherzhaft sage ich zu Zeitgenossen, wenn sie ein Kind kriegen, wenn ein kleiner Conny rausspringt, dann freut es mich besonders. Der heilige Bruder Konrad ist mir ein Vorbild und ich lerne ihn immer mehr kennen und schätzen. Ja, das Wort Konrad, habe ich mich mal erkundigt, kommt aus dem Mittelhochdeutschen und kommt von kühn, Rat. Also der Kühne im Ratschluss, der auch mutige Entscheidungen trifft in seiner Biografie. Er ist selten, war damals schon selten als Kind. Und ja, jetzt in Burghausen, wo ich lebe, ist Konrad ein sehr seltener Name. Ich finde, er klingt schön. Er ist so wie der Bruder Konrad, irgendwie ein besonderer Name, auch in dieser heutigen Zeit. Der Venushof in Parzham, Geburtsort und Ort der Weichenstellung für alles, was das Leben von Bruder Konrad geprägt hat. Ein Ort, den man zumindest einmal im Leben besucht haben muss, wenn man sich für das Leben des Heiligen interessiert. Lars Martens war dort. Es ist kurz nach 12, als das 11. Kind im Hause Birndorfer zum ersten Mal Grüß Gott sagt. In diesem Zimmer. Sobald es hell ist, stapft sein Vater zur Wallfahrtskirche nach St. Wolfgang, den Buben fest im Arm. Hansel soll er heißen, getauft nach Jesus' Lieblingsjünger. So wird aus seiner Taufe zugleich Johann Birndorfers erste Wallfahrt. 200 Jahre später sehe ich den Bruder-Konrad-Hof in Parzham zum ersten Mal. August Dunkel lebt hier in einer Glaubensgemeinschaft, die sich um den Erhalt der Gebäude und um die vielen Besucher kümmert. Im Geburtshaus des Heiligen sieht fast alles noch genauso aus wie vor 250 Jahren. Und es ist auch noch genauso frisch. Es gab natürlich nur Kachelofen in der Stube und sonst war nicht geheizt. Und sowohl im Geburtshaus als auch in den übrigen Räumen im ganzen Hof gab es keine Heizung. Doch egal, wie kalt es im Winter war und wie viel Arbeit es im Sommer gab, die Familie versammelt sich mehrmals täglich zum Gebet. Hansel liebt den Dialog mit Gott und seinem Sohn und sucht ihn bald immer und überall, auch auf dem Schulweg. Also da vermutlich da raus und der Feldweg ging hier herunter. Und diese 2 Kilometer war er jeden Schultag unterwegs, hat Rosenkranz gebetet. Und auch die anderen Kinder ermuntert, mitzubeten. Sodass man gesagt hat, vom Birndorfer Hansel kann man es beten lernen, weil allen Leuten aufgefallen ist, wie viel er gebetet hat. Vor dem Unterricht besucht der Schulbub meist noch die Morgenmesse. Das Schulhaus und die Pfarrkirche im Nachbardorf Weng liegen zum Glück nah beieinander. Um nah bei Gott zu sein, steht Hansel gern ein bisschen früher auf. Und nicht nur das, er geht auch spät ins Bett. Wenn überhaupt. So, das ist jetzt die Schlafkammer vom Bruder Konrad. Die Schwestern haben später berichtet, dass das Bett in der Früh oft unberührt war, weil er die ganze Nacht hier, wo jetzt der Tisch steht, vor seinem Hausaltar gekniet hat und gebetet hat. Das Beten war wichtiger als das Schlafen. Wichtig ist ihm als Erwachsener auch das Wallfahren. An jedem Sonntag sieht man ihn kilometerweit über die Dörfer von Kirche zu Kirche wandern. Auch vielen Bruderschaften tritt er bei und festigt so seinen Glauben. Bis er mit 31 die Entscheidung seines Lebens trifft. Der Abschied von seinem Hof, das wird nicht ganz so einfach gewesen sein. Er hat doch viel zurückgelassen, obwohl er natürlich ein klares Ziel vor Augen hatte, im Orden ganz
für Gott da zu sein. Er war vollkommen offen für den Willen Gottes. Es ging ihm nicht darum, was er für Wünsche hat, sondern was Gott mit ihm will. Wie kann einer so viel Gottesnähe empfinden, fragt man sich bei einem Besuch hier. Ist das ein Wunder? Gerade einmal 31 Jahre alt war Bruder Konrad, als er hier gelandet ist, an der Pforte des Altöttinger Kapuzinerklosters. Was es mit diesem, seinem Wirkungsort auf sich hat, das weiß auch wieder Lars Martens. Es war im September 1849, wo er sich auf den Weg gemacht hat ins Kloster. Ich denke, dass er sich nicht umgedreht hat. Das würde gut zu ihm passen. Hier in Altötting wird aus Johann Bierndorfer der Kapuzinerpater Konrad. Doch es läuft etwas anders, als er es sich vorgestellt hat, erzählt sein heutiger Mitbruder Georg. Er wollte dann ins Kloster gehen, um hier dieses Gebetsleben noch zu intensivieren, weiterzuführen und es hier in Ruhe pflegen zu können. Das wurde ihm dann eben nicht gewährt, weil er dann an die Pforte gestellt wurde. Die Pforte, der stressigste Job im Kloster. Bis zu 200 Mal am Tag gibt Konrad Essen aus, nimmt Gebetswünsche und Spenden an. Für jeden hat er ein offenes Ohr. Wenn man sich vorstellt, es gab kein Telefon, kein Handy. Er musste also die Patres selber holen. Er musste laufen, hin und her laufen, rauf und runter rennen. Während er unterwegs war, jemanden zu holen, läutet es wieder. Es war schon anstrengend. Man könnte sagen, nervig, aber er hat es in Gelassenheit einfach auch getragen. Fast 41 Jahre lang. Die Kraft dafür gibt ihm der Blick aufs Kreuz. Und Bruder Konrad entdeckt einen besonderen Rückzugsort für sich, von dem aus er in den Altarraum der Klosterkirche schauen kann, die sogenannte Alexiuszelle. Er hat hier sich zurückgezogen zum Gebet, den Blick zum Tabernakel, zu Jesus Christus, der gegenwärtig ist im Brot des Lebens, das hat er genützt. Das Wichtigste an diesem Raum ist eben dieses Fenster, das war vor ihm eigentlich schon da. Aber es wurde dann für ihn noch mal größer gemacht, erweitert, damit er den besseren Blick hat nach vorn zum Tabernakel. Bei seinen vielen Dienstgängen bringt Bruder Konrad es fast täglich auf mehrere Kilometer. Bis zum Schluss kennt seine Hingabe nur körperliche Grenzen. Auch mit 75 auf dem Sterbebett fühlt er sich immer noch verpflichtet. Er wollte auch zwischendrin einmal aufstehen, weil er die Pfortenglocke gehört hat, ist aufgestanden, zur Tür gegangen. Er ist dann zusammengebrochen, Brüder haben ihn aufgefangen, wieder ins Bett zurückgelegt. Und dort ist er dann an diesem Abend, diesem Samstagabend des 21. April eben verstorben. Als Bruder Konrad hier verstorben ist, hat er natürlich schon den Ruf der Heiligkeit. Und irgendjemand kam auf die Idee, ihn zu fotografieren. Man hat den Fotografen geholt, aus dem Geschäft natürlich mit dem großen Fotokasten, und hat von ihm ein Foto gemacht. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir heute dieses Foto haben, weil es einfach ein Original ist. Und wir wissen, wie er aussieht. Und die Künstler haben später nach diesem Totenbild auch viele Bilder nachgemalt, natürlich mit offenen Augen, aber dieses Totenbild war für viele Künstler ein Vorbild. Ein Vorbild. Bis heute. Ganz sicher, nicht nur für Künstler. Eines ist also klar, Bruder Konrad war ein Mensch unter Menschen. Einer von uns. Und das ist das Stichwort. Denn genau so lautet der Titel des umfangreichen Bildbands von Werner Friedenberger. Und Herr Friedenberger, Sie kennen auch bewegende Geschichten und haben sogar Menschen kennengelernt, die bei der Heiligsprechung im Jahr 1934 dabei waren, richtig? Ja, der damals 22 Jahre alte Max Binder aus Kirchberg im Bayerischen Wald machte die Reise seines Lebens, als er nach Rom zur Heiligsprechung von Bruder Konrad fuhr. Das führte daheim, sie hatten eine kleine Landwirtschaft, sogar zu kleinen Verwerfungen, weil die Reise nach Rom kostete 215 Mark.
Und der Vater sagte, Buh, kauf darum das Geld der Kuh, die kostet 176 Mark, das ist weitaus besser. Max Binder ließ sich nicht beirren und fuhr nach Rom. Es galten strenge Regeln, sogar im Reisehinweis des Unternehmens hieß es ist zwecklos, hinter dem Rücken des Reiseleiters zu nörgeln. Aber dann der große Tag im Petersdom. Max Binder hatte ja in der guten Stube zu Hause in Kirchberg im Wald als einzige Lichtquelle nur eine 20 Watt Glühbirne. Und als er im Petersdom war zur Heiligsprechung, auf einmal erstrahlten 50.000 Glühbirnen. Max Binder sagte, ich bin mir vorgekommen, als wenn ich selber im Himmel wäre. Vielen Dank, Herr Friedenberger, für die bewegende Geschichte. Und eine, die aus historischer Sicht ganz genau Bescheid weiß um die Heiligsprechung, ist unsere stellvertretende Diözesanarchivarin Dr. Hannelore Putz. Stefanie Lindner hat sie im Archiv besucht. Hier im Diözesanarchiv ist natürlich auch Bruder Konrads Leben dokumentiert. Im Taufbuch von Wenck zum Beispiel sehen wir, dass auch seine Heiligsprechung eingetragen ist. Frau Dr. Putz, wie kam es dann eigentlich zur Heiligsprechung? Tatsächlich hat die Verehrung begonnen schon mit dem Tod des heiligen Bruder Konrad. Die Menschen haben ihn als Fürbitte bei Gott angerufen, sie haben Geschichten über ihn erzählt und so ist er sehr schnell von der Bevölkerung heraus in heiligmäßigen Ruf geraten. Die Kirche wiederum ehrt ihn, weil er ein Zeuge ist für die Werte und für die Tugenden von Demut und Gehorsam. Dinge, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht sehr hochrangig geachtet worden sind, aber die der Bruder Konrad einfach zutiefst in seinem Leben verwirklicht hat. Bei der Heiligsprechung sind erst 40 Jahre vergangen gewesen nach Bruder Konrads Tod. Wie kam es, dass es eigentlich so schnell ging? Tatsächlich steht das Leben des heiligen Bruder Konrad entgegen all dem, was in der Zeit der Moderne verkündet wurde, gegen den Fortschrittsoptimismus, gegen das Rationalisierungsprinzip, gegen den Individualismus. Gegen all diese Werte steht dieser Bruder Konrad, der als Pförtner und als Kapuzinerbruder sich ganz Gott hingegeben hat und sich gleichzeitig ganz dem Nächsten hingegeben hat und damit etwas verkörpert, wovon die Kirche immer spricht, dass nur derjenige, der sich ganz Gott und dem Nächsten hingibt, nur scheinbar alles verliert, aber in Wirklichkeit alles gewinnt. Ich verstehe. Nun stehen wir ja bei der Heiligsprechung im Jahr 1934 am Beginn der NS-Herrschaft. Welche Rolle hat das denn gespielt? Tatsächlich bildet der Nationalsozialismus die Gegenfolie zu dieser Heiligsprechung. Der demütige, der gehorsame Bruder Konrad, der Kapuzinerbruder an der Pforte, der den Menschen Gutes tut, der die Menschen in ihrem Leben, in ihren Lebensstationen begleitet, ist alles im Gegenteil zu dem, was die NS-Ideologie den Menschen in Deutschland nahebringen wollte. Und damit ist es ein Zeugnis oder ein Zeugnis der Kirche gegen diese neue Lehre, die hier seit 1933 aufgezogen ist. Ein immens wichtiges Zeugnis. Jetzt würde ich vorschlagen, wir haben ja hier Material zu Bruder Konrad, Fotos von der Heiligsprechung, wie sie in Altötting aufgenommen worden ist. Schauen wir uns das doch an. Sehr gerne. Die Heiligsprechung war Beginn eines Phänomens, die Bruder-Konrad-Verehrung im Bistum. Bis heute scheint er immer wieder Menschen aufs Neue zu faszinieren. Hungrig nach mehr Geschichten? Domladenleiter Luther Wimberger hat hier ein paar Buchtipps für Sie. Das neueste Buch über Bruder Konrad stammt von Niklaus Kuster. Niklaus Kuster ist wie Bruder Konrad selber Kapuziner und er schreibt eine sehr persönliche Biografie. Dieses Persönliche, was ihn mit Bruder Konrad verbindet, kommt durch Briefe zum Ausdruck, die er an Bruder Konrad schreibt. Eine Biografie, die wirklich einlädt, Bruder Konrad nochmal von einer neuen Seite kennenzulernen. Sehr praxisorientiert ist das Buch von Max Huber, dem ehemaligen Seelsorgeamtsleiter aus Passau. Nach einer kurzen Biografie bringt er sehr
viele Möglichkeiten, wie man Gottesdienste, Andachten gestalten kann, mit Meditationen, Bildern, Liedern und Gebeten. Er lädt auf diese Art und Weise ein, sich Bruder Konrad zu nähern und auch einen Besuch am Bruder Konrad Hof zu gestalten. Und besonders an Kinder, Erstkommunionkinder, Firmlinge, wendet sich das Buch Entdecke Bruder Konrad von Patzam. Eine Möglichkeit, wie man Bruder Konrad mit Rätseln, mit interessanten Geschichten, Bildern noch mehr neu entdecken kann und auch da einen Besuch am Bruder Konrad Hof zu gestalten. Drei Bücher, die einladen, jetzt besonders im Jahr des 200. Geburtstags von Bruder Konrad, diese besondere Person noch mal neu zu entdecken. Viel Freude beim Schmückern. Eine Geschichte haben unsere Konrads von Anfang aber noch parat für Sie. Eine ganz persönliche. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein schönes Bruder-Konrad-Jahr 2018. Ich habe 6 ältere Brüder. Ich bin der Jüngste von 7 Söhnen. Und der Name Konrad taucht schon auf bei meinem drittletzten Bruder, der Ludwig Konrad, als Zweitname. Und meine Mutter hätte sich verständlicherweise auch einmal eine Tochter gewünscht, aber hat nicht sollen sein. Und im Jahr 69, als es geboren wurde, in Altötting natürlich, dann ist ein richtiger Konrad draus geworden. Er passt besonders zu mir, weil ich auch aus der Heimat des heiligen Bruder Konrads komme, direkt aus der Pfarrei Weng und dort aufgewachsen bin, auch diese Wege und die Orte kenne, wo der heilige Bruder Konrad auch gegangen ist. Und ich kenne auch das Geburtshaus. Ja gut, es gibt eine kleine Episode, das war im Jahr 1976, da bin ich gefirmt worden. Und zwar vom damaligen Gott hab ihn selig Generalvikar Geier. Und der hat dann meinen Namen gehört und dann sagt er zum Schluss nach der Firmspendung, wie es sich gehört, der Friede sei mit dir. Und er fügt an, und ein bisschen was vom Bruder Konrad. Das ist doch dein Namenspatron, oder? Das hat mich gefreut, dass er mich persönlich angesprochen hat bei meinem Namen und bei meinem Patron. Und dieses schlichte ein bisschen was vom Bruder Konrad, das bilde ich mir ein, das hat er mir wirklich mitgegeben. Und ab und zu, mitten im Alltag, fällt mir das ein. Und dann denke ich mir, was tat jetzt der Bruder Konrad? Was tat der in seiner schlichten Spiritualität, in seiner schlichten Alltagsphilosophie? Wie tat jetzt der mit der Sache umgehen? Und das tut mir dann gut und das gibt mir Mut und das ist eine schöne Erfahrung.